Ah, das schöne weite Meer. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Craft Server. Wir haben das letzte Mal sind wir im Diamantfieber gewesen und haben einen Zaubertisch gemacht und jetzt möchte ich etwas verzaubern. Hab das Lapislazuli mit, ja. Nur 8 Haltbarkeit, Effizienz. Ich könnte ein Buch verzaubern, aber das hat dann noch mehr. Effizienz 2. So. Und jetzt Effizienz 2 mit 11. Jo. Okay, dann habe ich. Ich habe einfach mehr Level ausgegeben. Okay, ist mega. So schlimm ist es nicht. Schaut mal, wie viel wenig Level ich verloren habe. Mache ich also wieder auf 30, sammle viel Leder. Und ja, ich mache da mal noch eine Kiste drüben fürs Lapislazuli und die Waffen, die ich verzaubert habe. Die brauche ich. Ja, da könnten wir eigentlich in die Farmwelt und Kühe erledigen. So, noch ein bisschen Erde. So, das. Ein bisschen Eichenholz hier noch, ein Zuckerrohr von mir aus. Da machen wir dann hier mal eine Brücke später, aber zuerst das Haus fertig machen. Aber eben, ich möchte noch kurz verzaubern. Besser. LP Farm. Und jetzt sind wir hier wieder, ja. Schwarzer Krieger dort. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. Eine Spinne, da können wir ein bisschen Fäden sammeln. Noch eine Spinne. Ja, gib uns Fäden. Mal ein paar Hasen noch erledigen. Wenn sie schon hier herumstehen und nicht weg abhauen. So. Hasenpfoten haben wir nicht. Die sind extrem selten. Also ich hatte bisher nur eine einzige Hasenpfote. Ich habe nicht so viele Hasen je getötet, seitdem sie draußen sind. Aber ich habe erst eine gefunden. Wahnsinn. Ich war gerade fasziniert, was ich gesehen habe, dass ich eine Hasenpfote bekommen habe. Weil ich sie damals noch, also ja, damals ja, vor ungefähr 2 Wochen noch nicht einmal gekannt habe, weil ich das Update wirklich gar nicht so mitbekommen habe. So geachtet habe, weil ich finde, früher waren die Updates viel größer, haben viel mehr gebracht, viel mehr Faszination war da. Aber Mojang hat sich geändert, die entwickeln lieber jetzt irgendwas auf dem Handy oder so, als bei Minecraft PC-Version zu bauen. Und finde ich ein bisschen schade. Hallo? Habe ich da ein Ding nicht bekommen? Da hinten. Ja, bin in einer Höhle, will ich jetzt nicht gerade wieder. Nur kurz schauen. Ein bisschen von den Seerosenblättern mitnehmen für die Farm. Bisschen Lehm kann ich mir auch noch mitnehmen. Aber eigentlich brauche ich ja Kühe. Da oben sind 2. Das Lehm ist schon wichtig. Also ich möchte schon mit Lehm bauen. Zukunftszeug. So, also, hier sind die Kühe. Okay, gibt's mir halt wenig. Wo ist jetzt die andere hin? Ich höre sie da. Ah, da hinten. Ja, hallo, hast du eine Lederrüstung für mich oder bist du nur ein Skin? Da ist noch eine. Ja, genau, das Arschfesshole. Och, die armen Kühe.
Minecraft führt zu Gewalt. Gewalt an armen Türen. Okay, gehen wir auf Spinnenjagd, wenn es so viele Spinnen hier herum. Ja, du bist ja passiv. Pech. Hättest mich angreifen sollen zuerst. Jetzt ja, verstehe ich nicht, wieso alles deckt. Früher war es doch geiler, wenn alles herumgelegen ist. Also, pff. Ich brauche Leder, ich habe Leder. Und ich habe einen Squid. Die sind extrem selten auf den Server. Ich weiß nicht, wieso. Also, wenn jemand das weiß, wieso auf den Servern, also auch auf anderen, viel wenig Squids gibt, wenig Tintenfische. Dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben, weil es mir nimmt's Wunder, weil gegoogelt habe ich schon und nichts gefunden. Aber ich denke einfach wegen der Range, also weil die anderen Spiele das Spawnerverhalten auch ein bisschen beeinflussen. Es ist ein bisschen blöd, also Minecraft soll lieber nicht so viel sparen, dafür die Engine wechseln. Also von Java auf irgendwas anderes umsteigen. Haben ja andere Programme auch gemacht. Also, ich kenne ein paar nicht so bekannte Spiele, die Java gebraucht haben. Und jetzt nicht mehr. Also, wieso kann das Mojang nicht machen? Bitte Mojang, bitte mach Java weg, bitte. Können wir auch ein bisschen besser modden. Da kann ich endlich auch modden, ohne gerade Brechreiz zu bekommen. Tja. Ja, ja, Bögök. Mojang sagt Bögök zu meinem Wunsch. Aber wo bleibt ein Minecraft-Fan-Ding? Also ein Spiel, das wie Minecraft ist, aber auch richtig mobbar ist und so. Wo bleibt so etwas? Ein bisschen Rosen mitnehmen, wenn sie schon hier so schön herumnehmen. Weil Rosen sind eigentlich überall schön. An jeder Hausecke. Da sind noch mehr. Ja, genau, geht zweimal kaputt. Da oben sind noch mal. Das ist eine rosenreiche Gegend, aber ich nehme die jetzt hier dort nicht. So, mal schauen. Keine Kühe mehr. Hey, ich bin auf der Jagd nach Kühen. Ich bin der Kobe. Cowboy Dragon Basler auf Mission zur Kuh, zur Leder-Sammlung. Ja, nehme ich die auch noch mit. Tut mir leid. Das war jetzt gerade ein unerwarteter Husten, also ja, Schneuzer hier. Nochmals ein Hexenhaus. Wow. Coldron oder wie man den sagt auf Englisch, also der Alchemie-Eimer, den habe ich da aus dem anderen gar nichts mitgenommen. Aber mit dem nehmen wir es mit, das nehmen wir auch mit. Wir haben noch Platz. So, noch ein bisschen Lehm mitnehmen. Dann haben wir das, wenn wir es brauchen. So. Geh weg. Ah, das ist Seerosenblatt. Ja. Wieso gibt es immer diese großen Savannen jetzt? Ja, ja. Ach komm. 7 Fäden. Also im Spiel bin ich schon fast immer in Fädenarmut da. Weil ich bin nicht zum Mark angreifen und wenn ich dann brauche für eine Angel oder Bogen oder sonst irgendwas. Ja, finde ich keine Spinnen und so weiter. Ja, es ist immer das gleiche. Also eben
Minecraft ist halt manchmal ein Geduldsspiel, weil Sachen relativ selten sind. Zum Beispiel Squids. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Kommt noch Lava aus dem Berg raus. Geh weg, du. Danke, du Blödes. Ich schneide dich ab. Genau, muss ich sowieso mal machen. Wir haben noch Platz. Ja. Ich knall dich eins mit der Schere. Geh weg. Ja, du. Ich kann gar nicht abschneiden. Ich bin zu schlecht zum Zielen. Muss ein bisschen weiter wegstehen. Ja, toll, jetzt ist alles voll. Das weg. Das Ei kann weg. Das. Genau. Die kommen nicht weiter. Die kommen nicht weiter. Wow, jetzt habe ich so viel abgeschnitten und auch nicht bekommen. Ich muss weiter wegstehen. Ich muss weiter wegstehen. So, aber eigentlich bräuchte ich Dschungel Blätter. Also ab das brauche ich da nicht. Dann gehen wir weiter hier. 1, 2, 3, 4. 4 Creeper. Immer noch nicht bekommen. Du kannst auch weg. Kaninchen verlasse ich mal noch. Ich weiß jetzt nicht genau, was man damit anmachen kann. Aber jo. Sicher irgendwas. Da ist wieder das Dark Oak. Schwein. Fleisch habe ich. Nehme ich ein bisschen Schweinefleisch mit. So. Eisen nehme ich nicht mit, da haben wir genug. Kohle auch. Ja. Da gehen wir ein bisschen in den Wald und töten noch ein paar Zombies. Und der Nico ist auch hier. Ja, gerade nicht. Ja, genau. Wieso hat er mich. Oh, er hat mich ganz klar getroffen, aber der andere. Habe ich doch geschlagen. Ja, auch hallo. So. Lalala. Ja, der Skeletti. Der sieht mich nicht mal. Der hat nicht mal Bock, herumzuschauen. Ja, gut. Mach ich mir 2 U. Gut. Ja, gut. So, wir gehen wieder zurück. Yep, jetzt haben wir Leder. Und Zucker. Hab ich so ein Ding, wo ne. Weil ich jetzt der Knüll. Ah, wir haben zu wenig Leder. Aber für ein paar Bücher reicht es. So. Wir brauchen wieder mehr Kisten. Okay. Ich mache jetzt noch eine und tue dann die Sachen einfach dort rein. So. Und das mache ich. Ich mache es einfach hier hinten. So. Also hier mache ich die anderen Sachen jetzt halt.
So, Cauldron. Ich habe auf Deutsch Kessel, auf Deutsch, ja, Cauldron ist Kessel. Hier und hier die Sachen raus und hier, nein, so, ja, dann mache ich mal alles, was so mit Dingen zu tun hat, hier rein, gut. Und dann machen wir noch ein bisschen an der Weide. Wir haben noch recht gut Zeit im Part. Nämlich, die Schere mache ich hier rein. Nämlich. Werkzeug wollte ich machen. Fahren mal wieder eine Axt, Spitzhacken nehme ich jetzt mal nicht mit, da die Diamant, so, und jetzt müssen wir hier die Weide ausbauen. Ich mache mal den Berg, Baum, nein, den Berg will ich nicht wegmachen, aber der Baum, so. Baum mache ich weg, so. Und hier unten die Weide. Den Baum mache ich auch weg. Muss immer alles im Weg sein. Gut. Den Baum mache ich auch weg. Und die nach vorne, damit er nicht im Weg ist. Hallo. Es kommen jetzt wieder viele Leute. Ich bin so froh, dass es wieder, ja, die Unmut ein bisschen weg ist vom, von den Cheatern. Also von den Griefen her. So, ich möchte euch ein bisschen größeres Haus machen. Also hier ein bisschen ausbauen. Ah, Futter muss ich dann auch noch holen. Aber das kann ich, ja, das kann ich ja abbauen. Also im Garten. Holen kurz. Da mache ich euch mal eine Weizenfarm hier, oder? Da können wir noch eine Weizenfarm machen. So. Ich habe einfach mal gedacht, ich mache hier ein bisschen die Weide größer, damit. Ja, ich nicht so. Aber das ist nicht so gut. Wir haben leider keinen Zaun. Dann können wir nehmen. Weil die Kühe immer durch die Dinge rausglitschen. Durch die Ecken und so. Also, dann mache ich hier drüben. Mache ich eine Weizen. Farm. Hier könnte ich auch ein bisschen Licht machen. Weil es blöd dunkel ist. In der Farm wurde es ja langsam wieder morgen und hier wurde es Nacht. Also es ist, ja, wenn beide gleichzeitig an gleiche Zeit haben. Ja, aber okay. Ich werde jetzt am besten an der Farm, die ist da hinten, eine Truhe machen und ein Crafting Table, damit ich die Sachen nicht immer hochtragen muss. So, und wieder nachhoben. Die Schere habe ich nicht dabei, aber die kann ich dann hochhoben. Ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt Wolle. Was ich brauche, ist jetzt Weizen. Habe ich den, ne? Die Seerosenblätter zum Wasser, also können die dann drüber laufen. Aber da ich es nicht habe. Ja, mach nichts. So. Einen Lift könnten wir auch noch. Also ja, Lift. Wie soll ich es nennen?
Einen Weg, eine Leiter nach oben kann ich dann auch noch machen. Hier bei der Weizenfarm und raus zur Kuhfarm. So, das Weizen bringe ich wieder zu den Kühen. Ja, ich habe schon ein oder zwei Anfragen bekommen. Ja, vom Gamer, Minecraft Gamer 11 oder so. Dass wir zusammen mal aufnehmen und so. Also, die Anfrage habe ich gemacht, ob er einfach Lust hat mitzumachen, weil er auch Let's Player ist. Und ja, dann habe ich einfach so den gesagt, ja, du kannst mit mir aufnehmen, also wenn du ein Art Lebenprojekt machen willst, weil ja, das ist ja auch eigentlich so ein Lebenprojekt Let's Play ist. Und ja, dann hat er gesagt, ja, ich werde, ich habe mit dem oder anderen einen Kanal und werde dann Bescheid geben, wenn ich den Kanalnamen weiß und so, weil er ganz neu ist bei ihm. So. Ja, hier wäre noch Lehm, aber das baue ich nicht ab. Wir haben dazu die Farmwelt. Dieser Stein, dieser Fels, der gefällt mir irgendwie nicht so. Ich lasse ihn noch. Weil Bahnhof. Nein, weil ich ihn nicht wegmachen muss und auch keinen Bock habe. Zugegebenermaßen. So, was haben wir noch pflücken? Ein Schaf im Meer. Wir betreiben jetzt mal ein bisschen, aber wir brauchen noch Zucker. So, das reicht. Und da ihr noch wächst, kommt ihr auch noch mit. So. Mein Hulu. Hulu, Hulu. Das sieht nicht schön aus. So. Jojo. Ah, schaut mal an. Da könnte ich nach oben ein Ding machen. Aber dafür muss ich kurz kräften. So. Gut. Und jetzt könnten wir ab jetzt hier nicht das Zucker. Brot gegen dir, also was meint er mit haben willst? Er hat doch genug Brot. Inspiration. So. Ich gebe mal an. Hab 20 gefunden. Einfach mal angeben. So. Das Weizen kann ich ja wieder mitnehmen. Möchte Dias kaufen. Nur gegen Seltenes. Nein, ich will kein Brot. Also, einer bietete auch... Oh, ich wäre fast runtergefallen. Einer bietete auch Kohle dafür. Naja, brauche gerade nicht so viel. Ah.
lustig. Ich glaube noch weiter, das ist Bremse. Ich habe 47 Redstone Blöcke. Das ist wohl gut genug. So. Ich will aber nicht bei der Weide ankommen. Dann gehe ich jetzt hier noch ein bisschen weiter. Oh, ich will hier noch ein bisschen gerade. So, und dann hier. Okay. Naja, Eisen oder so würde ich jetzt nicht gerade sagen, dass wir viel dann zum Bauen brauchen oder so. Schon viel, aber ja, das mache ich dann lieber dann selber noch. Auch ein, nicht im Let's Play immer farmen oder handeln. Ja. Kann das sein, dass ich ein bisschen zu weit unten bin? Oder wieso geht der Berg nicht weg? Ah, der Berg, ja. Okay. Hübsch. Ich bin hier oben gelandet. So. Jetzt haben wir eine schöne Treppe. Wow. Alles self-exklusiv. Hallo. Habe ich jetzt gerade drei Junge gemacht oder war eins noch hier? Bisschen schöner machen. So. Ja, ich habe gerade keinen. Sieht genauso aus. Hab ich. So. Mal ein bisschen erkunden hier. Was wir so in der Region haben, interessiert mich. Ich glaube, rechts ist ein bisschen Fichtenbiom. Es ist leider so. Minecraft hat man einfach zu schnell alles. Fast alles. Sättel und so, was es halt ein Ding gibt, ist ein bisschen seltener. Aber man kann recht schnell alles erfarmen und ja. Ich will unbedingt mal ein Modpack machen, also ein richtiges Modpack. Also wer Lust hat, ein Modpack mit mir zu machen, ich brauche einfach ein bisschen Hilfe, der darf das gerne mir ja, per PN oder so, könnt ihr das schreiben. Es ist einfach so, ich weiß nicht viel über das Modden, aber ich kann das lernen natürlich. Ich lerne schnell und ich weiß, wie man es lernt. Einfach, die Zeit fehlt mir dazu halt ein bisschen noch. Okay, hier ist alles Fichtenbiom. Also ein Tundra. Oder Taiga ist das. Tundra ist das ohne Blätter, ohne Fichten viel. Taiga, ja. Pilze haben wir hier. Okay, dann gehe ich zurück, weil der Part fertig ist. So. Und bevor Ding klingelt, der Wecker. Sag ich euch, ja, Dankeschön fürs Schauen und ja, viel Spaß noch mit anderen Videos oder was ihr da noch so macht. Tschüss!